Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Wir sind jetzt wieder zurückgefallen, weil wir einen Bürgerkrieg hatten und das ganze Gebiet hier wurde ja von wem wurde das eigentlich? Ups. Hier sieht man das. Das wurde, glaube ich, von den Fabia. Wurde, glaube ich, von den Fabia eingenommen. Und ja, unser Verbündeter hat die, ja, Kaisri-Stadt oder das Dorf da eingenommen. Naja, jetzt habe ich überlegt, ob wir jetzt lieber, ja, wieder. Ob wir jetzt lieber Richtung Süden gehen, weil die nerven mich extrem. Also die haben nichts und dann plötzlich haben sie ja zwei Fullstack-Armeen, greifen an, wir schlagen sie zurück. Dann haben sie eine Runde oder so nichts und haben plötzlich schon wieder eine Fullstack-Armee. Also ja, das nervt ein bisschen. Ich muss gerade schauen nochmal, ich habe lange nicht mehr gespielt. Geheimaktion. Öffentliche Ordnung hat der. Ah, okay, basierend auf unserer List. Und das ist. Genau, wir haben drei List, das ist gut. Okay. Unruhe stiften. Ah, dann. Nee, dann. Ah, Mann, ich bin doof. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Dann scoute ich noch ein bisschen. Ah, okay, hier ist schon wieder Steingrin, oder? Die haben wir doch öfter schon besiegt. Ich überlege mir gerade, ob wir die römischen Abtrünnigen. Oh, das ist das Wolfpack. Hey! Und der heißt noch Rex, ne? Also, das müsste dann die 501. sein. Hey, die haben einfach mal ein Wolfpack übernommen. Das geht doch gar nicht mal. Genau, ob wir das jetzt erobern, also wieder zurückerobern, oder nicht. Und ich würde sagen, nein, weil ich hoffe, dass die römischen Abtrünnigen Kaisri wieder zurückerobern, damit wir hier die Provinz wieder einnehmen können. Deswegen werde ich jetzt Richtung Süden marschieren, aber jetzt noch nicht anscheinend. Warte, das ist ein feindlicher, oder? Was kannst du nochmal? Du hast Unterhaltskosten weniger und Bekehren. Zielsiedlung. Ach so. Ja, das ist natürlich auch gut. Aber hier Italienisch, Lateinisch. Italisch. Sklaven. Ah, ja, ich erinnere mich, da war doch was. Ich schau mal. Agentenumsturz 2%. Das ist ja. Wow. Wobei, Erfolg 46%. Agentenversagen 45. Kritischer Erfolg, Agent verwundet 10%. Ja, komm. Versuche ich mal. Gescheitert natürlich. Der Typ ist auch krass heftig. Warte mal. Ui, der hat ja schön viel. Was kannst du nochmal? Auf was habe ich dich getrimmt? Warte. Entschuldigung, wenn es jetzt nochmal ein bisschen dauert. Okay, da wusste ich auch nicht wirklich, was ich will, oder? Okay, Unterstützung von Rennen gestohlen. Fehlleitung. Lenkt einen feindlichen Agenten von seiner Mission ab, verringert seine Bewegung. Stehlen, raubt den feindlichen Agenten aus. Erfolgswahrscheinlichkeit. Ha.
Agent verwundet 21%, ist halt viel zu krass. Und hier Attentat? Kann ich nicht, okay. Na gut, dann bleibt meine mal oben. Meine Agentin und scoutet da ein bisschen. Die 501. Tauscht meinen Platz mit der Lego. Warte, ist das einer von mir? Was ist. Hier. Servius Furius Pullus. Ist das einer von uns schon, oder? Pullus, ja. Wieso hat der noch keine Armee? Aus der Furie. Warte, 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 warte. Die sind alles schon tot. Wer ist das dann? Hey. Du bist, Nepos. Warte mal. Andere Adelige. Politik. Beförderung. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was. Alter, der hat halt 96, ne? Also. 1400. Ich habe nicht mehr genug. Uiuiuiui. Okay. Also, das da ist auch einer von uns. Das heißt, der bekommt auch einen gescheiten Namen. 212. Legion. Weil die sollen ja auch was reißen hier. So, 212. Gut, die bleibt stehen. Oder die. Ja, doch. Gut. Ich würde auch ein bisschen. Denkt an die Vorteile, wenn ihr euch beteiligt. Ruhm für eure Armeen und der ewige Dank Etruriens. Etruriens, ja. Da will ich sowieso noch ein bisschen drauf eingehen. Warte, ich will mehr Geld. Ich will mehr Geld. Ah, wollen sie nicht geben? Okay. Die haben anscheinend verloren. Okay. Die Etrusker. Das war ja die Störung. Ein Feindlicher hat eine Siedlung. Rebellion bevorstehend. Uiuiui, okay. Der sieht ja barbarisch aus. So, okay, die Römer haben hier jetzt verloren, okay. Interessant. Warte, jetzt muss ich mal. So, hier noch scouten. Wo ist die Legion hin? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Nächste Runde wird eine Rebellion hier ausbrechen. Und alles nur wegen den netten Herren hier. Warte mal, ich schau mal, ob ich. Nee, ich kann nichts Neues machen. Okay. Du wirst jetzt mal Militärverwaltung anmachen. Damit, also dadurch steigt der, also levelt der schneller auf. Und er hat natürlich. Stehen wir mal. Versuchen wir es mal. Diebstahl erfolgreich. Sein Gold und sein Besitz, wodurch dieser handlungsunfähig ist. Aha, das ist gut. So.
Genau, und also der levelt auf und hat natürlich noch die in diese minus 4 Unterhaltskosten, bla bla bla, Scheiße. Und das ist halt, ja, sehr schön. Gut. Genau, Etrusker. Da wollte ich noch ein bisschen erzählen. Die Etrusker waren nämlich extrem stark. Beziehungsweise, also bevor Rom wirklich groß wurde, war hier das Etruskische Reich extrem groß. Also Etruria und bis hier runter war Etrusker und sogar noch ein bisschen weiter in Norden, also zu ihrer Blütezeit. Und hier in dieser Insel, ups, diese Insel war quasi ja, der Handelsplatz quasi zwischen den Etruskern und den Griechen. Und die Etrusker hatten eine extrem gut ausgebildete Armee und was viele unterschätzen oder was nicht so bekannt ist, die hatten eine riesige Flotte, also richtig gute Flotte. So groß, dass die Griechen das mit Vorsicht betrachtet haben. Und deswegen haben die Etrusker hier diese Insel oder ich glaube, da waren hier auch noch kleinere Inseln, das wirklich als Handelsplatz gemacht. Und genau. Und das Witzige war, beziehungsweise das Krasse war, warum Etrusker so groß waren, war, weil die extrem reich waren. Also die hatten damals, also für damalige Zeiten hatten die extrem gute Handwerkskunst, die heutzutage sogar, also zum Beispiel in Goldschmiedehandwerk wird die Kunst von damals noch benutzt, aber halt anders, also quasi mit Lötbrenner und bla bla bla, aber man weiß nicht, wie die Etrusker das früher geschafft haben. Und zwar, ich muss nochmal schauen, wie diese Kunst heißt, beziehungsweise die Machart heißt, aber die wurden, warte, ich baue hier noch mal kurz ein bisschen, also ja, das sind so, oh, diese Leute sind so schlecht hier. Steuersatz. Ich habe 20% Steuersatz und bekomme nur 300. Also ja, okay, ich habe nur ein winziges Reich, ne? Gut, also man hat. Ah, hier sind die Leute. Ich habe. Okay. Schau, jetzt sind hier wieder zwei fette Armeen, ne? Einschüchterung der Opposition. Banditen, vor allem haben die ein. Wie wollt ihr Verfahren auflösen, warte, annehmen oder verweigern? Ach so, ja, das, oh Mann. Das ist so ein Scheiß hier, weil wenn ich es annehme, dann weiß ich nicht ganz genau, die schüchtern die, glaube ich, ein oder werden entdeckt. Irgendwie sowas. Also auch nicht wirklich gut. Dadurch sind unsere Feinde oder unsere Opposition total sauer auf uns. Ist ja klar. Wenn wir es verweigern, dann bieten die ihre Dienste für die Opposition an und die nehmen die Dienste und untergraben uns. Also, das ist so, ja, okay, nehmen wir es an. Das ist so nervig. Agent, Schutz. Welcher Schutz? okay, warte. Das sind jetzt drei Einheiten. Ah, super, warte. Runde. Das brauche ich eigentlich hier nicht, weil der ja ausbildet.
Okay, den mache ich jetzt zum Verwalter, Verwalter, Verwalter. Alter Verwalter. Ränge für neue Generäle. Neue Rekruten. Schwere Einheit, die keine Leibwache sind. Da muss ich wirklich, wirklich überlegen, weil hier bei dem da haben wir ja das wirklich gemacht mit bei Ausstellungen 3 Erfahrungsränge für einheimische Regierung. Und das funktioniert überhaupt nicht so, wie ich dachte. Also beim normalen Rome ist es so, also Rome 2, ist es so, dass man dann wirklich die Rekruten mit 2 oder 3, jeder Level eben, bei uns jetzt 3, mit einem 3er-Rang rekrutiert. Und das ist hier nicht, das check ich nicht. Naja, deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt hier rauf gehen. Also klar können wir sowieso noch nicht. Erfahrungsrang für neue Rekruten. Ja, naja, also in Verruf bringen. Nahkampf für alle Söldnereinheiten. Das will ich nicht, weil ich nicht so auf Söldner. Warte, nee, das ist wieder auf Söldner. Also ich mag Söldner eigentlich nicht so gerne. Unterhaltskosten, hier. Auf Level 3 ist das -10%, das ist schon mal gut. Steuersatz. Gestohlenes Geld. Loyalität. Oh, das ist auch gut. Also unser zweiter. Unser zweiter Tipi wird dann in dem quasi hier die Beraterfunktion einnehmen. Ups. Ja, ich glaube wirklich, dass ich hier Unterhaltskosten nochmal hochpimpen werde. Genau, also, warte, reicht der? Ich glaube, der reicht für den. Ja. Dann, nicht wegrennen, ne? Schön hier kämpfen. So, Versklaven, ja. Ich weiß ja, momentan haben wir Probleme mit Sklaven. Aber das. Warte mal, warte mal. Du hast Geheimaktionen, das ist gut. Dann machen wir das nochmal. Stehlen, aber das kostet 700. Das ist halt auch. Das ist auch nicht so schön. Okay, der geht jetzt da raus. Das heißt, der kann nächste Runde rein, hoffentlich. Und der hat hier das jetzt verstärkt. 18er und eine 15er. Und die hat eine 9er. Das Problem ist auch, dass. So, das Problem ist auch, dass normalerweise würde ich das angreifen, weil die Armee ist jetzt in Gewaltmarsch reingegangen. Das heißt, kann ich euch hier mal zeigen, das ist extrem. Hier, die haben extrem Mali, also minus 25% Moral. Ihr seid richtig krass. Ihr seid richtig gut. Also, das Problem ist, wir spielen das auf sehr schwer. Das heißt, die Einheiten haben so gut wie keine Mali. Also, die Einheiten sind extrem stark. Die haben extrem viel Rüstung. Deswegen sind diese Steinschleuderer eigentlich nicht. Das Gelbe von Ei, aber wir haben keine andere. Ja, wir haben immer noch das Zweier-Ding. Und ja, brauchen halt noch ein bisschen. Was? Ja, okay, wir wollen sowieso jetzt dahin. Das ist gut. Weil das Ding ist, ja, wir müssen halt mit den Steinschleuderern wirklich flankieren und in Rücken oder in die Seite von denen kämpfen, um den angreifen, um überhaupt Schaden zu machen. Die sind halt jetzt schon ein bisschen besser, weil die eben schon Rang 6 sind und so weiter.
Aber es war, für den Anfang ist es halt. Meh. Aber da wir sowieso die ganze Zeit Flankierungsmanöver machen, ist das sehr praktisch. Gut. Der General hat einen Push bekommen. Jetzt ist die Frage, machen wir mit. Also der ist, glaube ich, Stratege. Ich erzähle gleich weiter mit den Etruskern. Der ist, glaube ich, ja, der ist Stratege geworden. Und der. Also Strategie ist halt Bewegungsreichweite und Unterhaltskosten weniger. Das ist halt extrem gut. Und hier neue Ausschauung ist auch super. Seltener ist, meh, braucht man nicht. Hier ist es auch Erfahrungsrang. Wisst ihr was? Ich, oder? Was ist hier? Angriffsbonus für alle Einheiten. Eieiei, das ist auch krass. Moral für eine bei Offensiv. Öffentliche Ordnung. Und hier, uiuiui. Okay, das ist das. Also Krieger ist hier schon richtig krass. Und der ist halt, also der Kommandant ist halt komplett der Rekrutierer, ne? Rekrutierungskosten. Okay, ich mache insgesamt drei Armeen und probiere mal aus. Also der da wird jetzt Kommandant. Das passt auch für die 212. Legion. Und hier ist die 501. mit einem Strategen. Genau. Eigentlich hätte das jetzt ein Krieger sein müssen. Also es passt in dem Sinn, weil wir ja, beziehungsweise ich, die ja nach den Clone Wars Legionen von Star Wars benenne. Und die 212. war ja Codys Legion. Und er war wirklich eher der Kommandant. Also er stand hinten und hat die Einheiten wirklich ausgebildet und eben angeleitet. Und Rex war der an dem vorderster Front mit Anakin gekämpft hat. Gut, wir haben noch 1000. Das heißt, du bekommst jetzt auch nochmal. Was bekommst du? Die Kavallerie ist halt extrem schlecht. Deswegen habe ich hier so viele. Was seltsam ist, aber. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Also, das war ja öfters so, dass eine oder zwei Fernkampfeinheiten meine Kavallerie auseinandergenommen hat. Was extrem witzig ist, beziehungsweise voll frustrierend. Ah, ja, stimmt. Den habe ich jetzt. Willst du mich verarschen? Der hat. Alter. Willst du mich verarschen? Der hat jetzt hier meinen König, mein Alter. Und der kommt natürlich nach, oder? Nee, kommt er nicht. Alter. So, boah, nee, sowas geht mal gar nicht. Sowas geht mal gar nicht. Und jetzt habe ich für meine Hauptarmee nicht den. Also nicht meinen Typen. Gravitas, nee, ich will nicht, dass die Gravitas haben. Motivieren. Flottenmoral, ja, das ist ja sowas von egal. Einschüchterung der Opposition, 10 Loyalität für. Ja. Genau. Also, die Loyalität ist runter. Aber auch der Einfluss. Also, Fraktion schließt sich euren Feind an. Umbra. Ein neuer Anführer. Ein starker Mann. Forschung abgeschlossen. Rebellion beforscht. Genau, weil er hat jetzt nämlich hier. Mein Dude, der hier,
der hat halt einfach mein Oberhaupt, glaube ich, war das, gekillt. Und ja, ja zum Glück ist hier, habe ich zwei Kinder bekommen. Okay, 14 und 13 Jahre alt. Einen Gefallen tun. Ärmel erklären. Also. Ich weiß, das habe ich ja vorher auch hier gemacht. Bei denen, ich habe bei denen den König getötet. Und sowas finde ich halt extrem krass, wenn man das machen kann. Also ich, ja. So. Ah, Mann. Gut. Rekrutierungskosten für Landeinheiten. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Unterstützung für von feindlichen Agenten gestohlen. Stehlen frei. Wohlstand nach der erfolgreich Oh, okay. Was kann ich hier eigentlich noch machen? Also hier habe ich jetzt eben Bewegungsreichweite und enthüllte Agentenarena. Basierend auf eurer List. Und die ist ziemlich listig. Warte, schaltet Munition zünden. Negative öffentliche Ordnung. Minus 10 negative. Das ist auch nicht schlecht. Gold durch Plündern. Forschungsrate bei Ausstellung auf. Ist auch nicht schlecht. Erfolgsaktion gegen feindliche Agenten und Generäle. Das mache ich. Ja. Weil die muss den jetzt in Schach halten, solange bis ich hier wieder aufgebaut bin. Genau, nächste Runde ist wieder. Also ich brauche. Das nervt so, dass die wirklich. Das. Gerade als ich hier anfangen konnte, wirklich groß zu werden. Wurde, ja, ist Bürgerkrieg ausgefallen, ausgebrochen. Und die da, die Lizia, muss ich jetzt wirklich 1400. Muss ich jetzt wirklich, ja, schau mal, der hat 1000, ja klar. Nee, 102. Das ist viel, viel, viel zu viel. Beförderung sichern, ganz sicher nicht. Diplomaten senden. Ehepartner suchen. Oh, ich will für den einen Ehepartner suchen. Heirat. Ein Paar hat geheiratet. Intrige, Ehepartner gesucht, Charakter, Ziel, Menia, Kraka. Was ist das für eine? Politiker Roma, die hat rauflustiger Ehemann. Ich werde meinen Gesang üben, wann immer ich will. Es kümmert mich nicht, ob es Mitternacht ist. Warum ist die Nachbarn stören? Okay. Privatlehrer, Gravitas. Familienpflicht. Die Frau dieser Kultur ist unglaublich gut darin, den Haushalt zu organisieren und die Familie zusammenzuhalten. Zahl Wachstum pro Runde. Gravitas scheiterte an Karin. Okay. Interessant. Ja. Weil ich muss schauen, dass ich Nachfahren bekomme. Ein Gefallen tun. Tut ein Mitglied einer anderen Autorität für dein. Okay. Gut, das war eine sichere Beförderung. Die wird jetzt auch befördert. Meine tolle Ehefrau.
Und die sind immer noch zu jung. So, nee, den werde ich auf keinen Fall. Okay, das ist ein blauer. Und das bin. Eigentlich müssen wir. Eigentlich für, muss ich die Armeen tauschen. Weil die Hauptarmee muss mir gehören, beziehungsweise einer von meinen Einheiten, einer aus meiner Familie gehören. Weil ich will nicht, dass die anderen Parteien größer werden. Super. Gut, nächste Runde wird nochmal eine. Oh, fuck, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Okay, ja, mit den Etruskern werden wir dann nächste Runde weiter. Nein, nein, nein. Boah, ich hätte jetzt geschrien, wenn der das nochmal geschafft hätte. Nö, ich gehe wieder zurück. Okay, ich muss mich wirklich um den kümmern. Ich muss mich wirklich um den kümmern. Minus 200. Wow. Plündern, Sklaven. Okay, ich würde sagen, wir, ja. Machen dann die nächste Runde weiter. Danke fürs Zuschauen. Nächste Runde erzähle ich auch ein bisschen mehr über die Etrusker. Also wie sie zu dem Reichtum gekommen ist oder sind und wie sie dann letztendlich untergegangen sind. Und ja, ich werde das nicht komplett alles in einer Folge reinpacken, sondern wahrscheinlich dann, wenn ich ja, die angreife oder irgendwie sowas. Gut, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächstes Mal werden wir wieder ein bisschen stärker an. Alter, der hat schon wieder zwei Full-Stack-Armeen, ne? Und dieser Agent. Dieser Agent. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.